Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur fünften Ausgabe des Journal des Scheiterns. Wir befinden uns im Kunsthistorischen Museum in Wien. Es ist der 17. November 2021. Unsere Gäste sind die Virologin, HIV- und Krebsforscherin Karin Mölling und der Autor, Filmregisseur und Bildhauer, bildende Künstler Benjamin Heisenberg. Ich möchte zuerst Karin Mölling vorstellen. Sie war Direktorin und Professorin am Institut für medizinische Virologie an der Universität Zürich, Leiterin der Abteilung für Virusdiagnostik, ebenfalls in Zürich am Unispital. Sie war aber auch Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut in Berlin für molekulare Genetik. Auf ihren Fachfeldern, also Virologie, aber vor allem auch HIV-Forschung und Krebs, ist sie eine der führenden Persönlichkeiten und Forscherinnen, glaube ich, das kann man ohne Übertreibung sagen. Sie tun schon ein bisschen, aber sie ist eine Frau des großen Understatements, dazu werden wir später noch kommen. 2008 ist sie mit 65 Schlag auf Schlag an der Universität Zürich in den Ruhestand geschickt worden. Offenbar legt man dort nicht einen großen Wert auf hervorragende Forscherinnen. Sie hat sich nachher sofort daran gemacht, verschiedene Dinge zu schreiben. Vor allem ihr 2014 erschienenes Buch Viren, die Supermacht des Lebens, das letztes Jahr noch einmal in einer erweiterten Neuauflage erschienen ist. Und sie ist die Ur-Ur-Ur-Enkelin von Gottfried Semper, der unter anderem dieses Gebäude hier zu verantworten hat oder das wir ihm verdanken. Jedenfalls ist mir eine unglaubliche Freude und eine Ehre, Sie hier zu haben. Vielen Dank, dass Sie angereist sind. Das ist wirklich toll. Ja, mir ist es sozusagen eine Ehre und eine Schwierigkeit, gleichzeitig Benjamin Heisenberg vorzustellen. Wenn man sich die Arbeiten Benjamin Heisenbergs anschaut, egal ob er beim Schläfer, dem ersten Kinofilm beginnt, oder auch schon bei den künstlerischen Arbeiten davor, das sind Welten, die sich gegenseitig anstoßen wie Billardkugeln, könnte man meinen. Sie streben auseinander und sie brauchen den Anstoß. Und so geht es mir und ich glaube jedem, der sich mit diesen Arbeiten beschäftigt, spätestens dann, wenn man bemerkt, dass es immer etwas anderes ist, woran er arbeitet. Es kann True Crime sein, wie beim Räuber. Es ist Wissenschaft, Terror und letztlich eine Form von Krieg im Alltag, im Schläfer. Es sind all diese Themen, nämlich die Wirklichkeit als Material, in einem Buch, das nächstes Jahr, glaube ich, bei CH Beck erscheinen wird, einem Roman, der so tut, als wäre Wirklichkeit. Im Film nennt man das Mockumentary. Im Roman weiß ich kein Wort dafür. Und ab dem Moment wird es auch den Schriftsteller Benjamin Heisenberg geben. Und alles ohne das zu vergessen, was im jeweiligen Medium notwendig ist, nämlich dieses Medium ernst zu nehmen und hervorzuarbeiten, was da drinnen eigentlich sozusagen der ureigenste Ton oder, um es wissenschaftlich zu sagen, die Struktur ist. Über diese Dinge werden wir womöglich alle sprechen und sehr sicher auch über alles, was dabei schief geht, weil es muss etwas schief gehen, wenn einem etwas gelingt. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Vielleicht die erste Frage an Sie beide, aber eingehend auf Karin Mölling. Ist jedem, der sich mit dieser Forscherin, aber auch mit diesem Menschen und Frau auseinandersetzt, empfehle ich wärmstens ein Interview, das Sie mit dem WDR gemacht haben, Westdeutschen Rundfunk, das war vor Corona. Und dort geht es um Ihren Lebensweg. Also aufgewachsen im Nachkriegsdeutschland, die Familie oft umgezogen in der Schule, das einzige Mädchen, das einen Vater hatte. Also dann der wissenschaftliche Weg als Frau in einer absolut männerdominierten Welt. Krisen, Sie haben nachher auch erzählt, der Verlust von geliebten Menschen, Partnern, beide an den Krebs, als Krebsforscherin. Das sind nur ganz wenige Dinge, die ich andeute. Sehr beeindruckend und deswegen auch ermutigend, weil wir hier zwar Journal des Scheiterns heißen. Ich möchte Sie beide aber direkt fragen, was ist Ihnen wirklich gelungen oder was empfinden Sie als wirklich gelungen in diesem Weg, in diesem Leben? Ich dachte, Sie fragen nach dem Scheitern. Nein, ich habe das Also ich habe verstanden, das Gegenteil ist auch wahr. Ja, was mir wirklich gelungen ist, also den Lebensweg
so zu bestehen, wie ich es getan habe, nämlich, dass ich forschen konnte, dass ich Wissenschaft betreiben konnte, dass ich hochinteressante und liebe Menschen getroffen habe. Und in der Wissenschaft ist mir eigentlich 3-4 Mal etwas gelungen, aber sicher 90 Mal misslungen. Und man merkt komischerweise am Bauchgefühl, das ist was Gutes. Da schaltet nicht das Hirn mit 80% der Hirnzellen, sondern der Bauch mit 20% der Hirnzellen und sagt dann, das ist gut. Und da habe ich eine Angel gefunden und die dachte, ach, das ist die falsche Angel. Und dann war es die Angel für 8 Krebsgene und die habe ich untersucht. Da war hohe Stimmung im Labor, da war Freude, Eitelkeit und rund um die Uhr war Betrieb. Das sind 8 Krebsgene, 2 davon werden heute in der Klinik therapiert. Raf und Mück heißen die. Eins ist eine neue Kinase. Ja, das ist, wenn einem was gelingt, weil es in der Forschung eigentlich am meisten von Misserfolgen strotzt. Man muss eine hohe Resistenz haben gegen das Schiefgehen von Experimenten, von Mitarbeitern, die unzufrieden sind. Also der Erfolg ist das seltenere Ereignis. Da ist mir einiges gelungen. Wie ist es bei Ihnen? Es hätte aber besser sein können. Aber immer auch schlechter. Und viel besser würde ich jetzt, das würde ich mal. Also das Gelingen, ich finde es eine interessante Frage, weil die sozusagen, wir bewerten ja Gelingen immer wieder an den Erfolgen, die nach außen sichtbar werden oder für die man Preise kriegt oder Anerkennung. Und deswegen fand ich interessant, was Sie gesagt haben, also sozusagen die persönliche Seite des Gelingens. Man kann ja auch sagen, dass eben die Ehe oder die Kinder eigentlich wahrscheinlich der größte Teil des Gelingens ist, ja, was auch fast am schwersten ist vielleicht, beruflich und am meisten Freude macht. Beruflich ist für mich Gelingen immer, hat damit zu tun gehabt, das Gefühl zu haben, dem gefolgt zu sein, was am stärksten mit meiner Beziehung zur Welt zu tun hat, zu einer Welt, zu der ich etwas zu sagen habe und das so sagen zu können, wie es adäquat war, egal in welcher Form gerade. Und das empfinde ich als Gelingen, wenn ich merke, in der Form, in der ich gerade arbeite, egal ob das jetzt das Schreiben oder das Bildermachen oder was auch immer ist, eine Form zu finden, die das hervorbringt, was ich das Wesentliche an meiner Wahrnehmung als Mensch und an meiner Person finde. Ja. Und das kann ich deswegen gar nicht an einzelne Werke oder sowas ketten, sondern es ist eigentlich mehr ein Moment im Schaffensprozess, wo ich merke, jetzt funktioniert es gerade. Ja. Und in diesem, damit verbunden natürlich auch das Scheitern immer, ja, wenn es nicht funktioniert. Kommt man über das fast vorprogrammierte, wahrscheinlich tägliche Scheitern hinweg, das sozusagen in einer Arbeit steckt, die notwendigerweise aus Experiment besteht, aus beständiger Überprüfung. Als Laie stelle ich mir das ja so vor, dass sozusagen von 100 Experimenten 99 beweisen, dass etwas noch nicht gefunden wurde oder etwas nicht stimmt. Was steht dann als Ziel dahinter, das dennoch dazu führt, das 101. auch zu machen? Weiß ich gar nicht genau, aber ganz sicher Neugier. Mhm. Denn ich hätte ja nach meiner Emeritierung durchaus das alles sein lassen können. Und Goethe sagt es, was die Welt zusammenhält. Also ich finde, das sozusagen das tägliche Weitermachen ist auch für mich ein Glück. Also sozusagen, selbst wenn es schief geht, ist diese, allein die Tätigkeit beinhaltet schon so viel Befriedigung, sozusagen. Und deswegen, ich habe auch nicht so eine starke Einordnung in Tätigkeiten, die langweilig oder interessant sind, sondern langweilige Tätigkeiten sind für mich oft mindestens so befriedigend wie die interessanten. Also ich habe oft in meinen Videos, mache ich dann extra, bearbeite ich jedes Bild, nehme ich mir 3000 Bilder raus von einer Videosequenz und tue jedes Bild einzeln im Computer bearbeiten, was eigentlich heutzutage völlig anachronistisch ist, macht kein Mensch mehr, weil es ja alles digital einfacher geht.
Aber die Langeweile daran interessiert mich. Und das ist ja auch Teil des Scheiterns. Ich kann dann diese 3000 Bilder bearbeiten und am Ende sieht es total blöd aus. Dann schmeiße ich das Video wieder weg. Es ist trotzdem befriedigend. Und ich habe das Gefühl, dass in der Beharrlichkeit und in dem Gestus des Dranbleibens und des sozusagen in Bewegung bleibens darin besteht ein großer Teil des Glücks, ja, unabhängig davon, was hinten rauskommt. Vielleicht sind es die Gene, die Sie aus der Wissenschaftlerfamilie geerbt haben. Das klingt ein bisschen danach. Ja, und in der Wissenschaft, ich finde ja in der Wissenschaft, deswegen ist auch interessant, dass wir diesen Journal des Scheiterns-Titel haben, in der Wissenschaft wird ja viel zu wenig des Scheitern publiziert. Das ist ja, finde ich, ein großes Problem, dass wir sozusagen immer nur die Erfolge der Wissenschaft sehen und die Falsifikationen kommen ein bisschen zu kurz. Ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen. Ja, die Presse macht es umgekehrt. Ja, genau. Man hat Sie mal gefragt, wie dann wirklich entscheidende wissenschaftliche Erkenntnisse zum Teil zustande kommen. Und Sie haben gesagt, oft ist es recht banal, es ist ein Einfluss oder ein Anstoß vom Außen. Man isst zusammen etwas, trifft jemanden am Gang und der sagt was und dann denkt man, das könnte es jetzt sein. Ja. Und ich glaube, in der Kunst ist es ähnlich, dass das immer wieder, weil Sie sagen jetzt diese Arbeit für sich an 3000, und doch brauchst du immer wieder diesen Impetus des anderen Menschen, des Gegenüber. Symposium ist eigentlich ein gemeinsames Essen. Und das wird bei Wissenschaftskollegen auch immer gemacht. Und beim Essen, der Jim Watson hat ein Buch über seine Erfolge geschrieben, also der Erfinder der Doppelhelix, und hat gesagt, never be the smartest at the table. Sitze nie als Klügster am Tisch. Das heißt, such dir immer Leute in der Umgebung, die klüger sind als du. Das habe ich zwar nicht gemacht, aber vielleicht doch unbewusst. Ich habe auch noch eine Frage. Ich habe eine Frage, weil wenn ich Ihre Sachen, ich habe mich ja versucht, ein bisschen vorzubereiten, bin nicht so weit gekommen, wie das gut wäre. Aber was ich super interessant finde, ist, dass Sie so eine große Offenheit haben für die Randbereiche der Wissenschaft. Also ich habe das Gefühl, Sie stellen immer wieder Fragen, die von anderen, wo andere sagen, ja, also das ist doch keine Wissenschaft mehr. Also wie Sie gesagt haben, diese Stuhl. Injektionen bei Ihrer Patientin in dem Fadenbuch, ja, jetzt. Ja. Wo die anderen sagen, ja, das kann man ja nicht machen, machen ja die Indianer, aber nicht wir hier. Und diese Offenheit gegenüber den Rändern der Wissenschaft, ist das was Besonderes? Ich empfinde das als was Besonderes für eine Wissenschaftlerin. Ja, das finden Sie. Manche finden, dass das vielleicht zu unfokussiert sein könnte, das weiß ich nicht. Ich habe immer ein breites Interesse gehabt, aber wenn ich mich umgucke, mein Vater, oder wenn ich die Vergangenheit, wenn ich einen Semper angucke, der hat ja, da war ja nicht nur Künstler, der war ja ein Universalgenie. Und ich weiß es nicht, ich kann Ihnen die Antwort nicht geben, aber offen für das an den Rändern bin ich auch noch bis zum heutigen Tag. Und ich kann auch jetzt, wo ich keine Konkurrenz mehr in Zürich bin, ich bin ja seit 10 Jahren raus, kann ich Dinge anstoßen, wo die Leute ganz begeistert sagen, ja, das machen wir jetzt mal. Und wenn die uns das hilft, machen wir das. Also ich habe 3 ganz neue Dinge angestoßen, die sagen Stuhltransfer oder ein Phagenprojekt, also Viren von Bakterien, um multiresistente Keime zu töten, ganz neue Sachen. Und die waren alle ganz begeistert und wollten mich zum Chef machen. Und dann haben sie gesagt, ach, das ist viel zu alt, das geht gar nicht mehr. Ja, weil ich finde es sehr spannend, auch für mich, für meine Arbeit, weil ich mit meiner Frau immer wieder die Diskussionen hatte über Spiritualität und Wissenschaft, also diese Grenzbereiche, auch über Parapsychologie und solche Sachen. Und das wird jetzt auch in meinem Buch ein Thema sein, weil ich selbst ein großer Skeptiker bin. Es sind sozusagen 2 Seelen, die in meiner Brust wohnen. Und einerseits interessiert es mich, ich habe selbst solche Erfahrungen gemacht, und andererseits bin ich als wissenschaftlich geprägter Mensch hochgradig skeptisch gegenüber der Esoterik und so weiter. Und ich finde einfach immer, es ist eine interessante Frage, wie nähern wir uns diesen Grenzbereichen der wissenschaftlichen Welt? Und wie öffnen wir uns dem, ohne dass wir es einfach sagen, das ist jetzt so und wir glauben es jetzt einfach mal. Ja? Und das, finde ich, spielt in der heutigen Zeit, also jetzt unter Corona, eine riesige Rolle.
weil die Frage eben, wie interpretieren wir Wissenschaft und was ist über was, welcher Studie kann ich glauben und was ist schon Verschwörungstheorie und was ist noch einfach ein begründeter Zweifel, die wird so stark diskutiert, dass ich merke, dass die Handhabung dieser Diskussion auf eine gewisse Weise nicht wirklich existiert. Und ich glaube, dass die zum Beispiel, also ich habe die Erfahrung gemacht, in religiöseren Gesellschaften wie in Amerika zum Beispiel, der Schweiz teilweise lustigerweise auch, gibt es dafür ein größeres Sensorium als in Deutschland zum Beispiel. Ja. Das finde ich einfach für mich ein hochinteressantes Thema, was im Moment gerade so aufpoppt. Ja. Ich halte es für ein Irrtum zu glauben, dass man die Welt mit wissenschaftlichen Fakten überzeugen kann. Das ist nicht so einfach. Erstmal ist Wissenschaft nicht so einfach. Die Fakten, die wir haben, kann man nicht so leicht. Podcast und Twitter und so. Ich habe mich da ja bemüht, um Bücher zu schreiben, die zu verstehen sind oder verständlich sind, was eine sehr große Schwierigkeit ausmacht. Und 30%, ich glaube, der Österreicher glauben an Nichtwissenschaft. Was ich schon auch als Problem sehe, dass es einerseits die Fakten gibt, aber das Ganze eher immer zu Glaubens- oder Moralfragen aufgebauscht wird, sondern nicht in einer kühlen Art überhaupt einen Diskurs ermöglichen könnte. Das sehe ich als schweres Problem. Man braucht nicht dauernd dieses Wort der Spaltung der Gesellschaft im Munde zu führen, aber das tut dem Ganzen nicht gut und es hat auch Folgen, fürchte ich. Ihre Einschätzung zu diesem, also als Wissenschaftler, als Künstler, als Menschen, die die Wirklichkeit ja schlussendlich auch als Material sehen? Also ganz eindeutig, ich finde, dass dieser Zustand, dass ich mit meiner Frau, mit Verwandten über diese Fragen, die uns jetzt betreffen, wirklich heiß diskutiere und wir teilweise sehr unterschiedliche Meinungen haben, den habe ich vorher so nicht gekannt. Und das betrifft mich sehr. Also das finde ich auch, ist ein großes Thema. Ich habe jetzt gerade eine Reihe von Bildern angefangen über Götter, weil ich das Gefühl habe, wir haben im Moment dieses Thema, wer sind unsere Götter? Ja? Und die sind teilweise so menschlich geworden. Und deswegen, ich muss an die griechischen Götter denken, die eben Götter sind und gleichzeitig Menschen, die genauso unsouverän wie Menschen sind und so weiter. Und die Götter, an die wir glauben, mag das jetzt der Virologe sein oder der TikTok-Star oder der Politiker oder der Philosoph, die sind eben so menschlich und gleichzeitig so wirkmächtig, weil wir eben mit den Medien mittlerweile die Chance haben, dass jeder wirklich in die gesamte Welt hinausstrahlen kann. Und deswegen fand ich das interessant, die Götter zu hinterfragen und was sie heute für uns bedeuten. Wie sehen Sie das, Frau Mölling? Also die Spaltung der Gesellschaft sollte man natürlich vermeiden. Ich empfinde die Seite der Wissenschaftler als diejenige, wo man versuchen muss, auch sich zu überlegen, was kommt denn an und was kann man als Information weiterreichen. Das ist eine ganz schwierige Frage, wie kann man das vermitteln. Und also das, was wir also wirklich nicht erreichen wollen, ist solche Spaltung. Ja. Und da versuche ich gegen anzuschreiben, aber das ist nicht so einfach. Ja, aber das hat man auch gesehen 2020, ich glaube im Frühjahr war das, wo Sie öffentlich gesagt haben und gefragt haben, das Ganze mit der, man muss das auch in eine, die Pandemie in eine Relation bringen und es da betrachten, also in eine Relation zur großen Grippe. Sie sind eine der wenigen, Sie sind schon angegriffen worden, haben aber nachher ein halbes Jahr später in der NZZ und anderswo geschrieben. Und das finde ich sehr groß. Sie hätten das ist eine nicht vergleichbar mit anderen Fällen. Also nicht, dass Sie das zurücknehmen, aber dass Sie es ergänzen. Und Ihre Stimme wurde da nämlich gehört. Ja. Das erstaunt mich. Nach dem ersten kriegte ich also Shitmails, wie man das so nennt. Und da war aber noch gar nicht so bekannt, dass die Lombardei das China Europas ist mit Luftverschmutzung. Das habe ich dann wissenschaftlich publiziert, dass da viele Chinesen waren, dass die Krankheit dahingetragen wurde. Die Krankheit als Verlauf war auch nicht bekannt. Im Vergleich zur Grippe ist das Sterben mit Corona um einiges viel schrecklicher und längere Krankheitsverläufe. Das war damals nicht bekannt und ich habe später gesagt, ja, das wusste man nicht besser und ich vor allen Dingen nicht besser. Es gab Leute, die haben das vielleicht schon geahnt, aber ich wusste es nicht besser. Ich hatte mit meinem Vater ein Gespräch über die Frage der Impfstoffe, der er als Neurobiologe und Genetiker dachte, ich kann mir vielleicht eine Antwort geben, wie das ist mit diesen mRNA-Impfstoffen.
weil ich hatte keine Ahnung, ich habe gefragt, für wie gut oder gefährlich hältst du die? Und dann hat er gesagt, es gibt bisher keine, es gibt bisher keine Evidenz, dass die mRNA-Impfstoffe auf lange Hinsicht schädlich oder gefährlich für den Menschen sein könnten oder dass sich die RNA da in das Genom des Menschen irgendwie einarbeitet oder sowas. Und das Interessante an der Aussage fand ich, dass er nicht gesagt hat, es ist ungefährlich, sondern es gibt bisher keine Evidenz, dass es gefährlich ist. Und das ist ein großer Unterschied für mich, weil ich dann, das finde ich eine differenzierte Äußerung, weil ich das Gefühl habe, es bezieht ein, dass auch die Wissenschaft einen Horizont des Wissens hat, der nicht endlich ist. Und jetzt ist es eben oft so, dass die Aussagen so sind, dass sie absolut sind. Und darüber regen sich dann wahnsinnig viele Leute auf, weil sie sagen, das könnt ihr doch gar nicht wissen und so weiter. Es ist einfach nicht so differenziert. Was würden Sie dazu sagen? Kann man das wissen? Würden Sie da mehr Auskunft geben können zu der Frage dieser Evidenz oder ist es einfach offen? Ich bin der absoluten Überzeugung, dass eine RNA- oder auch DNA-Impfung, die ich ja schon vor 30 Jahren gemacht habe, keinerlei Schwierigkeiten in Bezug auf lange Sicht macht, in Bezug auf Schwangerschaft, die man noch haben möchte als Frau. Es gibt alle diese Nebenwirkungen nicht. Die treten schnell auf gegen die Zusammensetzung des Impfstoffes, eine Allergie oder sowas. Aber langfristige Folgen gibt es überhaupt keine, obwohl fast alle Viren den Weg ins Erbgut schaffen. Aber da schützen sie uns. Fast alle Viren, auch die RNA-Viren, können ins Erbgut eindringen und werden von uns vererbt. Aber das ist ein Schutz, das ist wie eine Art von Zusatzimpfung. Denn das, was wir im Erbgut haben, schützt uns gegen die äußeren Viren. Also meiner Ansicht nach, impfen, ja, keine Gefahr. Jetzt sind wir schon mitten sozusagen in der Pandemie und da schießt mir immer eines in den Kopf, dass sozusagen die Welt, in der diese Pandemie stattfindet, eine ist, nennen wir die Schlagworte Digitalisierung, Globalisierung, Dienstleistungsgesellschaft etc. etc. Das würde eigentlich das Bild erzeugen von einer Welt, die unmittelbarer wurde, immer noch ist. Und jetzt stellt sich mir die Frage, was macht in so einer Welt, in der genau das, vor allem über die Digitalisierung in den letzten 20, 25 Jahren stattgefunden hat, was macht das Virus und diese Pandemie in genau dieser Welt? Rückt sie auseinander aufgrund der Tatsache, dass ein Virus in der Welt ist? Oder geschieht womöglich über ein Eck auch ein Gegenteil? Also erstmal ist das Einzige, was man als Maßnahme gegen Viren machen kann, Abstand. Und sie bringt uns alle in die Distanz. Also sowas hat es überhaupt noch nie gegeben. Natürlich, zu biblischen Zeiten hatten die Aussätzigen eine Rassel, damit die anderen Leute auf die andere Seite der Straße gingen oder auf des Weges. Also Abstand ist die Grundregel für eine Pandemie und das trennt mal erst. Ob wir auf lange Sicht was lernen, ich habe den Eindruck, der Flugverkehr nimmt wieder zu, die Reisetätigkeit. Ich glaube, die Menschen vergessen. Und ich glaube, auch diese Pandemie wird in irgendeiner Weise dann sich abschwächen. Wie schnell das geht, das kann man aus der Vergangenheit nicht sehen, weil wir ja Impfstoffe haben, zwei neue Medikamente seit ein paar Wochen. Eine passive Immunisierung, die hat Herr Trump gekriegt, die tut noch immer, kostet nur zu viel Geld. Also wir haben Maßnahmen und 200 Impfungen befinden sich in der Entwicklung. Also wir Menschen haben unseren Kopf benutzt und versuchen, eine weltweite Bedrohung in den Griff zu kriegen und das scheint unseren Gehirnen zu gelingen, unseren Gehirnen. Ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, die Menschen werden nicht so viel lernen. Jetzt gibt es Klimaproblematiken, haben wir mit Viren auch vielleicht noch was zu tun. Aber ich glaube, der Lerneffekt wird gering sein. Beantworte ich damit Ihre Frage? Natürlich. Natürlich. Die Frage, die sich daraus natürlich ergibt, ist die, gibt es die Gewohnheit so einer Pandemie? Kann es lange genug dauern, dass Dinge in unser Verhalten, in unseren Alltag eindringen, die wir vorher so noch nicht kannten und die dann aber weitergehen?
Also, das von der ersten Frage ausgehend, ich finde, dass die Unmittelbarkeit oder die Gleichzeitigkeit all dieser Informationen eher eigentlich eine Unübersichtlichkeit hervorgebracht hat. Also die in meinem eigenen Erleben, aber in dem von vielen Leuten, die ich kenne, ist es eigentlich so, dass man anfängt, sich auf bestimmte Medien oder bestimmte Einflüsse zu konzentrieren, um überhaupt eine Art von Übersicht zu kriegen oder zu wissen, okay, das mache ich jetzt und das andere lasse ich jetzt weg, weil es wird mir zu viel. Und die Pandemie hat in der Hinsicht das noch verstärkt. Weil erstens gab es eine riesige Kakophonie von Informationen. Und zweitens war es so, dass wir ja auf uns selbst geworfen waren in diesen Lockdowns. Und dann hatte man auch keine Lust, jeden Tag weiter über diese Pandemie zu lesen. Und dann haben die Leute wieder angefangen, ihre Wohnungen einzurichten und ihre Bücher zu lesen oder Filme zu schauen und so weiter. Das heißt, wie das Biedermeier, ja, ein Weg nach innen geführt. Und ich glaube, deswegen wird es auch eine Regionalisierung oder eine Nationalisierung auch vielleicht von Kontinenten mit sich bringen. Das haben wir ja schon vor der Pandemie als Tendenz gehabt. Und ich glaube, das wird die Pandemie eher verstärken. Also auch, weil man die Abhängigkeiten zum Beispiel von Medikamenten, von anderen Sachen so stark gespürt hat und in der Sicherheitspolitik ja im Moment auch wahnsinnig viel am Laufen ist, glaube ich eher, dass es so gehen wird, dass die Kontinente und Länder und auch sozusagen das Regionalisieren stärker wird. Und auch im Kopf. Also weil wir das Vorsortieren dieses riesigen Konvoluts an Informationen wird immer wichtiger, weil wir das gar nicht rezipieren können. Wir sind wie Autisten, denen das viel zu stark Einfluss nimmt auf uns. Ja. Darum finde ich dieses Wort, das Sie vorhin in die Diskussion geworfen haben, die Distanz, so interessant. Ich frage mich manchmal, also jetzt weitergedacht, philosophisch gedacht, mit diesem Wirtschaftssystem, mit dieser Globalisierung, die auf Medien, die doch über große Distanzen vermeintliche Nähe herstellen können, ob wir nicht vorher schon sozial distanziert waren, ob wir nicht alle schon vorher Masken anhatten und jetzt etwas sichtbar wird, das Sie in einem wahnsinnig schönen Satz umrissen haben, und zwar, dass Epidemien auch bedeuten, dass etwas aus dem Gleichgewicht, aus der Balance geraten ist. Können Sie uns da mehr dazu sagen? Ja, also da komme ich zu der Frage, wieso macht ein Virus eine Pandemie? Ein Virus ist normalerweise etwas ganz Neutrales. Wir haben sie im Körper, wir haben sie in der Luft, im Erdboden. Es gibt 10 oder 33 Viren auf der Welt. Also sie sind die dominanteste Spezies, die es gibt. Und eigentlich ist keinerlei Notwendigkeit oder Evolutionszwang oder Druck, dass so ein Virus eine Krankheit hervorruft. Aber wir sind da die Täter. Wir sind nicht die Opfer in erster Linie. Und das sind die Flugbewegungen, das sind die Festlichkeiten, das sind die Events, das sind die Massenveranstaltungen. Und wenn da früher so ein Virus im Urwald war, dann blieb das da lokal. Ebola ist so ein Fall. Das kann man nicht raustragen, weil man vorher stirbt. Also dieses Virus ist eben ein herumtragbares Virus. Und so kommt eine Pandemie zustande. Aber eigentlich sind die Viren mit uns ein Ökosystem. Die alten Regeln sagten hier, zieht sich, hol mir hier die Grippe, das sagten die Omas. Und das ist im Grunde so, die Balance des Umwelt ist gestört und dann entstehen die Krankheiten. So einfach muss man das sehen. Sag nur. Ist die Balance so zu verstehen, auch tatsächlich so konkret, wie es teilweise ja auch schon benannt worden ist, dass die sogenannte Zoonose, also das Überspringen von der Viren von Tier auf Mensch, dadurch passiert, dass in bestimmten Gegenden der Welt bewaldete Gebiete, Urwald, eben so dezimiert werden, dass dort sozusagen zu wenig Wirte übrig bleiben für das Virus und es deswegen überspringt? Wenn das Virus keine Wirte hat, bleibt es, wo es ist und wird harmlos. Dem Virus ist also nur die Möglichkeit gegeben durch Kinshasa oder Kongo oder Eisenbahn oder Flüsse oder Märkte, Mobilität. So ist HIV ins Gang gekommen. Es war mal in den Primaten, dann wäre es geblieben, wenn man kein Affenfleisch gegessen hätte oder sich anders verhalten hätte. Also eine Zielgerichtetheit der Viren gibt es nicht. Die versuchen alles, das ist die Evolution. Und was funktioniert? Nach dem Motto, was ist der Fitteste, der siegt. Und eigentlich gibt es gar keine
Gründe, warum ein Virus sich ausbreiten muss. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dann breitet es sich aus. Das ist einfach die Evolution. Ja. Wie hätte denn das Virus sich ausgebreitet, wenn wir die gleiche Bewegung, die wir haben, aber ohne die Medizin hätten, die wir heute haben? Was wäre passiert, glauben Sie? Also man kann ja zurückschauen in der Geschichte. Es gab ja anscheinend schon mal eine Coronavirus-Erkrankung 1889 bis 1896, die wird als russische Grippe bezeichnet, 100 Millionen Tote. Da waren sehr viel weniger Menschen auf der Welt. Ich meine, wir müssen mal gucken, wir sind bald 8, 9, 10 Milliarden. Und zwar immer lokal hoch angehäuft, das ist die Gefahr. Ich kann das nicht sagen. Wir haben jetzt Glück, dass es Impfungen gibt und dass es Gegenmaßnahmen gibt. Es wird demnächst die Medikamente sicher auch geben. Die werden auch vieles bewirken können, davon gehe ich aus. Und das wird noch viel mehr geben. Also 1889 hat es 7 Jahre gedauert, bis sozusagen das Virus zu dem normalen Virus geworden ist. Vielleicht noch nicht gleich, aber heute ist das Virus von damals eins der 4 Winterviren, die nichts mehr Schlimmes anrichten. Die Frage an Sie auch als Künstler. Es ist ja, wie die Frau Mölling hat gesagt, gewisse Parameter spielen eine Rolle, die mit unserem Leben und unserer Lebensart etwas zu tun haben. Wie sehen Sie, welche Probleme werden für Sie? Sie sind ja ein Beobachter und Sie sind ein sehr visueller Mensch und ein sehr reflektierter Mensch. Welche Probleme sind es, die für Sie sichtbar werden jetzt in dieser Pandemie? Also für mich ist es so, dass ich glaube, dass wir die sozialen Probleme, und zwar auf persönlicher Ebene, unterschätzen. Ich glaube, dass, also wenn ich sehe, wie viele Leute in den Lockdowns sich daran gewöhnt haben, Stunden um Stunden um Stunden vor Bildschirmen zu sitzen, und zwar nicht, weil sie arbeiten unbedingt, sondern weil sie darauf warten, dass der nächste Telefoncall losgeht oder weil sie zwischen den Unterrichtsstunden die Kinder Zeit haben. Also ein Neffe von mir hat mir seinen Unterrichtsalltag erzählt und er sagt, er hat da die Lehrerin laufen und hier geht er durch TikTok oder schaut sich Netflix an und er weiß, er muss so ein bisschen schauen, was da läuft, gerade in der Schule, aber er ist so schlau, dass er das auch nebenher mit dran kriegt. Und ich merke, was ich das Interessante daran finde, auch bei meinen Kindern, ist, dass Entspannung Beschäftigung ist. Also es gibt Entspannung, ist sozusagen Berieselung mit etwas Neuem. Also, und das kenne ich von mir auch. Ich mache das halt, ich schaue Spiegel online an oder ich weiß nicht was. Das ist aber im Grunde auch News Entertainment. Für die Kinder ist es dann TikTok oder Instagram oder was auch immer. Aber das heißt, Entspannung ohne etwas gibt es gar nicht mehr. Also, und das finde ich ein riesiges Thema, weil es nämlich bedeutet, dass der Zustand des Nichts, also der Zustand, wenn ich davon gehindert werde, mich zu beschäftigen, zum Beispiel mein Handy ist weg oder ich bin irgendwo gestrandet mit mir selbst, führt zu totaler Panik. Und ich glaube, dessen sind wir uns noch nicht bewusst, was das für unsere Zukunft bedeutet, weil eben die Leute nicht mehr gewöhnt sind, damit konstruktiv umzugehen. Und was das heißt, weil jeder von uns erreicht diesen Zustand irgendwann mal, jeder von uns hat diese Krise, wo plötzlich nichts mehr geht oder wo wir wie der Ochs vorm Berg stehen und dann hilft uns diese ganze Sache auch nicht, das Ablenken. Sondern wir müssen eine Entscheidung treffen, wir müssen den nächsten Schritt im Leben machen oder so. Und dann ist diese Unmöglichkeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen in einem Moment oder einfach mit sich selbst allein zu sein, eine Gefahr. Und ich glaube, das wird uns noch hinterherkommen. Dieses Nichts, das wäre ja so etwas wie sozusagen ein Abbruch, einen Unterschied machen, sozusagen eine Markierung einziehen. Und das bringt mich zu dem Gedanken, oder eigentlich zu einem Gedankengang, den ich in den letzten Tagen in der Vorbereitung auf unser Gespräch bei dem nicht ganz unbekannten Philosophen und Soziologen, müsste man fast auch sagen, Slavoj Žižek, gelesen habe, der eigentlich
im Nachdenken über die Pandemie und über das Virusgeschehen zu dem Schluss kommt, dass so etwas wie eine ganz andere, wie soll man sagen, Architektur oder Tektonik in der Welt entstehen könnte, die daraus besteht, dass sozusagen, was auch schon passiert, dass alle, die es können, vor ihren Bildschirmen im Homeoffice sitzen, Homeoffice, Homeschooling, die digitale Möglichkeit, Distanz zu wahren, die jetzt natürlich auch geboten ist, genutzt wird in einer Weise, die er so beschreibt, wie man es teilweise kennt aus den USA, aber auch natürlich aus Südamerika, quasi, dass jeder in seiner Blase zu leben beginnt und jeder sich in seiner Blase einzurichten beginnt, wie man es in Städten wie New York City oder Rio de Janeiro von den Gated Villages kennt. Das heißt, sozusagen ein Teil der Menschheit richtet sich gut in seiner Blase ein, und es gibt sozusagen als Ergebnis so einer Krise oder inmitten einer Krise aber auch einen Teil der Bevölkerung, die zuständig sind für die Belieferung dieser Blasen. Weil alles geht natürlich nicht digital. Es muss Nahrung kommen. Manche Bücher braucht man nicht unbedingt als Feststoffe, aber Nahrung schon und einiges andere. Also sozusagen das Transportgewerbe, die Transporteure, all die Menschen sozusagen, die in den großen Amazon-Bunkern sitzen und die Logistik betreiben und auch durchführen, die würden, sagt er, und tun, also das geschieht schon, eine neue Form der Arbeiterklasse herstellen. Also die im Hellen, die im Bildschirm flirren und die im Dunkeln, die, wie man so schön sagt, nicht sieht. Ist das etwas, was womöglich in dem ganzen Sprechen über Krise viel zu wenig besprochen wird? Also ich glaube, da sind wir ja schon. Also in dem Zustand sind wir ja. Das, vielleicht die Zukunft, wenn es noch weiter gegatet oder regionalisiert ist, ist vielleicht noch extremer. Aber im Prinzip sind wir da. Und die Arbeiterklasse, das finde ich ein interessantes Phänomen, ist ja eine, die sozusagen man immer bewertet anhand der Länder, wo sie stattfindet. Also ein Freund von mir, der Internetunternehmer ist, der hat 10 Arbeiter in Potsdam und 250 Arbeiter woanders. Die sitzen in den Philippinen, in Russland, in Amerika, überall verstreut. Manche von denen kennt er gar nicht. Die tut er über das Netz anheuern und dann irgendwann haben die ihre Aufgabe erledigt und gehen wieder. Und in deren Ländern verdienen die halbwegs okay. Für unsere Verhältnisse verdienen sie wahnsinnig wenig. Also 400 Euro im Monat oder sowas, ja. Für diese Länder teilweise ist es viel. Die verdienen so viel wie ein Arzt oder noch mehr, ja, für eine Tätigkeit, die eigentlich relativ einfach ist. Und da ist jetzt die Frage, ist es Arbeiterklasse? Für uns eindeutig. Ja, sie sind Zulieferer, die unsere digitale Welt beliefern und möglich machen. In den Philippinen ist es schon fast Upper Class. Ja. Und so gehen die Unternehmen damit um, und die Frage ist, dürfen wir als westliche Staaten damit so umgehen oder ist es moralisch unhaltbar? Ja? Und die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Ja? Insofern würde ich sagen, Herr Žižek hat sicher recht, diese Arbeiterklasse gibt es längst und die wird noch viel größer werden. Aber inwiefern die was zu tun hat mit der Arbeiterklasse, die wir kennen oder wie wir das bewerten bisher, bin ich mir noch nicht so sicher. Jetzt will ich aber eigentlich hier abbiegen, ganz woanders hin, wo Sätze von Ihnen, da eigentlich vor allem ein ganz bestimmter Satz, mein Nachdenken oder mein Begreifen, mein ganz naives Begreifen von dem, was ein Virus ist oder Viren sind, für uns völlig verändert hat, dass wir ja eigentlich aus Viren bestehen. Darf ich mir das so naiv vorstellen, dass mit den 50% viralen Bestandteilen im Genom sozusagen eine andere Seite der Weltgeschichte, der Geschichte des Lebens in uns wohnt? Also Sie können nicht die ganze Menschheit mit Viren infizieren und alle haben davon dann fast 50% in ihrem Erbgut. Das kommt von früher und das kommt nicht von außen rein. Erweitert wird es von außen jeden Tag. Aber ja, ich gehe sehr weit. Was ist der Anfang der Evolution und Origin of Life? Die Frage interessiert mich sehr.
ob das die Viren sind oder ob die Viren als Biomoleküle zum Beginn des Lebens beigetragen haben, das ist Definitionsfrage. Man kann die Viren lebendig nennen oder auch nicht, das ist auch eine Geschmacksfrage. Aber sie haben ganz sicherlich einen ganz wesentlichen Einfluss zur Evolution beigetragen. In unserem Erbgut sind viele Viren verkümmert, nicht mehr alle voll vorhanden, aber man kann sie ergänzen. Also wir sind eigentlich in der Evolution durch Viren verändert worden, denn Viren sind die Antreiber der Evolution. Ein Virus, was ins Erbgut kommt, bringt 10 Gene mit, kann aber auch 1000 mitbringen, die großen Viren, und in unseren Körper gelangen, nicht alle gelangen bis ins Erbgut, oft sind es nur Stücke. Aber das verändert uns. Und woher kommen Veränderungen durch Fehler? Die Viren machen ganz viel Fehler. Und wenn sie große Viren nehmen und geben denen eine gute Umgebung, dann werden sie immer kleiner und immer schneller. Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen, aber ist ja klar, je weniger Stoffwechsel, je kleiner sie sind, umso mehr werden sie. Sie sind die erfolgreichste Spezies. Wir haben 10 hoch 33 Viren auf der Erde, 10 hoch 31 Bakterien, wir haben 10 hoch 14 Viren in unserem Darm. Das sind Wahnsinnszahlen. Aber die tun nichts. Wir sind Ökosysteme und wir gehören zusammen. Und die Möglichkeit, in unser Erbgut einzudringen und dort neue Genregulationen einzuführen, ist ein ganz normales Phänomen. 98% von unserem Erbgut sind sowieso noch nicht erforscht. Das, was Sie und mich ausmachen, hier sind 2%. Und im übrigen Teil kann durch Viren ziemlich viel an- und abgeschaltet werden. Das ist die schwarze Materie, die dunkle Materie des Erbguts. Also die Viren gehören zu und sie sind die Antreiber der Evolution und sie sind per se ganz unauffällig. Sie merken weder die Viren, eigentlich auch nicht die Bakterien und die Pilze. Das ist das Mikroorganismen, von denen man erst seit 2010 so genau Bescheid weiß, wie viel die uns ausmachen. Und das ist neu. Und das Erbgut ist seit 2001 bekannt. Das war da auch für mich eine völlig neue Erkenntnis. Wir sind eigentlich mithilfe von Viren oder vielleicht sogar aus Viren entstanden. Ein großes Statement, aber das lasse ich ruhig mal stehen, da kann man ja dagegen was sagen. Also mit den Viren sind wir ganz sicherlich gemeinsam evolviert. Das Früher und das Nachher, das Werden, das Vergehen, das Zyklische unseres Lebens und einer der größten Probleme, die ich sehe in unserer Gesellschaft oder was ich als Problem, ist eine unfassbare Angst und eine absolute Schwierigkeit des Umgehens mit dem Tod. Das ist so. Also ich fand jetzt innerhalb der Pandemie interessant, dass in der Schweiz viel mehr alte Leute Patientenverfügungen unterschrieben haben, wo sie gesagt haben, wir wollen nicht in der Klinik gerettet werden, sondern wir wollen, wenn dann palliativ behandelt werden, wenn wir schwer krank werden. Das scheint in Deutschland vielleicht auch aus historischen Gründen sehr viel weniger zu sein. Und die Zahl der gestorbenen alten Leute, glaube ich, ist in der Schweiz höher als in Deutschland, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat. Und ich finde es aber, daran merkt man, dass es eine andere Auseinandersetzung mit dem Tod gibt als in Deutschland. Und da, das sind eben kulturelle Werte, die aus unserer Geschichte, aus unserer auch aus unserer aktuellen Lage hervorkommen. Und ich glaube, das ist eine der Diskussionen, die wir ganz, ganz extrem führen müssen in der Zukunft, weil die Möglichkeiten der Medizin so groß geworden sind und wir gleichzeitig eben einfach auch, wenn wir über Langzeitwirkungen sprechen, dann bei sowas wie diesen Lockdowns die Langzeitwirkungen wirklich sehr, sehr ernst nehmen müssen. Und da müssen wir im Grunde Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ich glaube, da hat die Politik sich sehr stark einfach auf klassische Zahlen berufen, mit denen sie gehandelt haben. Und das war teilweise sicher richtig. Also ich möchte nicht jetzt in einer Klinik behandelnder Arzt gewesen sein in den letzten Jahren. Das war bestimmt kein Spaß, ja. Und in der Hinsicht ist es sicher richtig gewesen. Aber wenn wir die gesamte Gesellschaft anschauen, glaube ich, sind viele Anteile psychischer Bewegungen oder Bewegungen von Rhythmen des Alltags überhaupt nicht beachtet worden oder viel zu wenig. Und ich glaube, die werden uns noch hinterherkommen und das wird eine große Diskussion in Gang setzen, wie wir damit umgehen. Ja. Und die Frage der Pflege hat damit natürlich auch zu tun. Die ist auch in der Hinsicht nicht gelöst,
weil wir kein Medium haben, um damit umzugehen, weil sie viel zu teuer ist. Also es ist, wir wissen, wir brauchen es, aber es ist nicht bezahlbar. Und damit ist die, ja, aber das sind zu große Seitenthemen, da kommen wir vom Hölzchen ins Stöckchen sozusagen. Also, ich habe zwei geliebte Menschen in den Tod begleitet bis zum letzten Atemzug. Und eigentlich ist das sind das zwei so einschneidende Erlebnisse, die kann man überhaupt nie wirklich verarbeiten. Die bleiben. Und das Interessante ist, sie werfen rückwirkend auf die gemeinsamen guten Zeiten einen schweren Schatten. Also die Begegnung mit dem Tod bei zwei geliebten Menschen, nicht bei Mutter und Vater, die waren sozusagen ja irgendwann dran, aber aus dem eigenen Leben gerissen. Also ich habe das eigentlich nicht gut verarbeiten können. Und wenn Sie sagen, wir klammern ja den Tod aus. Goethe ist weggelaufen, wenn seine Frau starb. Und das ist auch, also ich kann das verstehen, aber man stellt sich dem, und ich glaube, wir wissen alle nur in Theorie, die meisten noch, was ein Tod ist. Wie viele Leute haben einen Sterbenden gesehen? Die meisten schicken die in die Klinik. Und das ist eine ganz neue Erfahrung. Ich werfe da keinen Stein. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Als letztes Einhaken hier der Gedanke, Alexander Kluge hat Ihnen ja die Frage gestellt oder und sich selbst, weil er sie nicht beantworten konnte, und vermutlich können wir das jetzt auch nicht, aber die Frage an sich ist schon interessant, wenn er schreibt, was erzählen uns die Viren als die, die sie sind, als dieser zweite Teil, als diese andere Seite wenn Sie jetzt von Fauci sprechen und dieser nächsten, wie soll man sagen, beruhigenden, fast prophylaktischen Erfolgsmeldung für den nächsten Winter, die womöglich wieder nicht eintrifft und enttäuscht, dann stelle ich mir die Frage, ob man nicht beim Blick auf die Viren von ihnen lernen könnte oder sich erzählen lassen könnte, dass deren Erfolgsmodell, und Sie sprechen ja von der erfolgreichsten Spezies, der Abschreibfehler per se ist. Ja. Also, wenn ich Ihnen 12 Eigenschaften aufzähle, zum Beispiel Betrug, Vortäuschen, Helfen, gemeinsam etwas bewirken, dann denken Sie, ich rede von Menschen, ich rede von Lebewesen und von Viren. Alle diese Eigenschaften, das ist ein Dutzend, können Sie mit dem Leben in Verbindung bringen. Die Viren sind im Grunde genommen für uns eine Warnung. Sie werden ja nur zu solchen virulenten Pandemieereignissen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und da sollten wir schon uns Gedanken drum machen, was ist es denn vielleicht, was wir verkehrt machen. Ich glaube, es ist unvermeidlich. Wir verzichten nicht auf Nachkommen, wir verzichten nicht auf Vergnügung und Entertainment. Es ist so, aber die Viren, und das ist die gute Botschaft, wird die Menschheit nicht umbringen. Weil sie, bevor es weniger Menschen werden, bleiben sie da, wo sie sind und werden harmlos. Also sie werden sicher dezimieren können, das tun sie ja auch jetzt. Nicht so schlimm, wie es so passieren würde ohne Impfung. Also die Viren haben einen Grenzen Einfluss auf unser Leben mit Sicherheit. Aber es ist, wenn eine solche Pandemie vorbei ist, sollte man sich doch darüber sagen, es gibt Mächte, die wir eigentlich nicht ganz kontrollieren können. Das gilt auch für die Bakterien. In den Kliniken, das ist mein momentanes Credo, die multiresistenten Bakterien in den Kliniken mit Viren abzutöten. Das muss aber erstmal klappen. Das hat schon 100 Jahre geknappt, aber das will ich wieder aktivieren. Also, die Viren bringen uns bei, dass wir eigentlich ein Teil der Natur sind und in dieser Natur auch eine Verantwortung tragen. So muss man das sehen. Und wie sehen Sie es mit den Ängsten, weil Sie gesagt haben, Viren gehören zu uns, auch zu unserem Leben und so. Es ist ja jetzt ganz schwierig, diese Angst einerseits nicht zu verharmlosen, also die eine Seite, aber vielleicht auch nicht zu hysterisch zu reagieren. Also vor Corona darf man Angst haben und vor Influenza auch und auch vor Masernviren und solchen Viren. Ich meine, die Viren haben uns in der Geschichte der Menschheit beigebracht, wie Krankheiten entstehen. Und das ist nicht immer vermeidbar. Also vor Viren darf man sich fürchten.
aber dass die Viren eine ganz andere Rolle spielen, wenn also unsere Umwelt in Ordnung ist und unser Leben nicht durch irgendwelche Extreme aus der Balance gerät, dann gehören sie dazu. Und wenn es keine Werte mehr gibt, bleiben sie, wo sie sind. Sie können auch harmlos werden. Wann sie das werden? Tony Fauci in Amerika hat gestern gesagt, na, nächsten Winter sind sie harmlos. Ich hoffe, er hat recht. Das weiß ich nicht, woher er das sieht, hat er gestern gesagt. Also, ja, die Viren muss man im Moment fürchten. Sie haben die Medizin ja jahrelang dominiert. Und man dachte, Viren sind nur was Schlimmes, aber das sind sie eben nicht. Wo ist in Ihrem Rückblick, wo liegt das größte Scheitern, das Sie erlebt haben? Was ich erlebt habe, ist diese Pandemie, dass die Virologie es nicht geschafft hat, eine Pandemie zu verhindern, mit all dem Know-how, dem Können, den Vorsorgemöglichkeiten, mit auch Pandemieplänen. Wir haben es nicht geschafft. Für mich ist die größte Scheiterung, und da bin ich Betroffene, und das macht mir große Schwierigkeiten. Die Pandemie ist das größte Scheitern im Grunde auch in meinem Berufsbild, unter meinen Peers, dass wir das nicht geschafft haben. Und das ist eigentlich entsetzlich. Und es ist noch nicht mal sicher, dass es nicht nochmal passieren kann. Woran liegt es? Zuerst versucht jedes Land, wo ein Virusausbruch als kleine Epidemiologie auftritt, das selbst noch in die Hand zu kriegen und zu unterbinden. Und das schaffen wir. Ich habe lange gedacht, das schaffen die in China, dass das lokal bleibt. Vielleicht geht es nochmal nach Vancouver und nach Singapur, du war das bei SARS-1. Aber dann ist es aus der Kontrolle geraten. Erstmal denkt man, man schafft es noch. Und dann will man es nicht zugeben, es bleibt ein Makel. Zum Beispiel, früher wurden die Viren nach dem Land genannt, woher es stammt. China-Virus, sagt der Trump. Das ist abgeschafft worden. MERS-Corona ist Middle East, da sagt man nicht das Land. Man schafft das ab, weil man damit sozusagen einen Makel für das Land erzeugt. Ja, es werden 40.000 Hühnchen auf einen Schlag von einer Wissenschaftlerin in Hongkong abgeschlachtet, weil sie sagt, es ist gefährlich. Aber man kann Menschen nicht abschlachten. Das wäre eben. Und das Virus ist entkommen. Und es wird noch weitere geben. Und es hat es viel öfter gegeben, als wir ahnen. Und da haben wir versagt. Gesagt, also Sie haben bis zum 65. Lebensjahr gearbeitet. Ich nehme an, das ist in einem Team, in einem Labor oder halt in so einem ganz anderen Umfeld. Und wie ist das, wenn man dann plötzlich dasteht und muss sich eigentlich ab ovo was Neues aufbauen? Der Start mit etwas Neuem ist die größte Schwierigkeit im ganzen Leben und auch in der Forschung. Die erste Frage, die man ganz am Anfang stellen muss, was will ich eigentlich erforschen? Da war ich ziemlich dann irgendwann klar, Krebsforschung mit Viren. Aber wie? Ich werde das von Laien ganz oft gefragt, welchen Berg besteigst du denn eigentlich? Warum und wann? Da gibt es sicherlich Zufälle oder auch Vorbereitungen im Suchen im Gehirn. Sie nannten das vorhin, dass man manchmal läuft ein Suchprogramm und das startet dann plötzlich zu reagieren. Also wissenschaftliche Mitarbeiten, Kongresse. Aber nach dem Aufhören als Professorin habe ich dann einen Wissenschaftskolleg besucht in Berlin mit anderen Kollegen und habe angefangen zu schreiben, um mir Gedanken zu machen und habe eigentlich noch immer weiter Forschung betrieben in einer anderen Weise. Und darüber würde ich eigentlich ganz gerne mal mit der Wissenschaftsorganisation in Deutschland oder so reden. Denn danach, ohne das Labor und die eigenen Mitarbeiter, sind mir Dinge gelungen, die mir vorher nie gelungen waren, weil ich konnte jetzt plötzlich mit Leuten reden. Ich war auch keine vielleicht Gefahr für Grant-Bewerbung, also Geld oder sowas. Und dann habe ich Ideen aufgebracht und dann haben die gesagt, ach, wenn wir fünf uns zusammentun. Und so kamen ganz neue Dinge zustande. Also ich wage eine Kritik an der Art der Forschung, die auch oft die Perpetuierung von vorherigen Ergebnissen ist, damit es ja nicht schief gehen kann. 8 Forschungsanträge im Jahr schreibt man dann. Ja, ich habe mir dann dauernd was Neues ausgedacht und jetzt fange ich wieder was Neues an. Ist eine Schwierigkeit. Aber am schlimmsten in der Pandemie fand ich die Vereinsamung. Und die fand ich nach dem Aufhören meines Instituts als nicht so gravierend. An der Stelle darf man ja was verraten.
In der Pandemie gab und gibt es ja eine Tätigkeit, von der noch keine Rede war, dreimal in der Woche auf den Notenspuren eines Mathematikers unter anderem. Vielleicht würden Sie uns noch gern verraten, was da in einer Kirche in Dahlem manchmal regelmäßig stattfindet. Ja, heute Abend. Es ist Abstand halten auch in Gottesdiensten und Kirchen. Und ich sage ja nicht laut, was für ein Teufel da auf der Säule sitzt, sondern ich bin eine Verehrerin von Orgelmusik. Nicht gut spielend, aber die Komplexität interessiert mich. Und ich habe 20, 30 Jahre in Zürich nicht üben können. Und jetzt habe ich einen Schlüssel für die Kirche und kann üben, bis mir der Arm runterfällt. Und ich spiele dreimal in der Woche, jetzt noch zweimal montags und mittwochs, eine ganze Stunde für Leute, die einfach kommen und gehen. Dann kommen sie vom Friedhof und hören sich das an und gehen wieder weg. Die hören sich nicht eine ganze Stunde an. Also Videos müssen kurz sein, 5 Minuten. Aber es kommen Leute, und das wollen die Pastoren gar nicht so gerne hören. Die kommen in die Kirche und denken, Musik, das ist ja was Abstraktes. Da muss man nicht an die Jungfrau Maria glauben, wenn man das nicht will. Ein Übersetzungsfehler. Aber man hat Musik, und das ist ja was völlig Abstraktes. Und eine Fuge von Bach, da kann man einfach auch wegdenken und muss ja nicht alles verstehen. Das ist für mich eine ganz große Hilfe gewesen, obwohl sehr einsam, da oben ganz alleine. Vielen Dank, ja. Karin Mörling, Benjamin Heisenberg. Vielen Dank Ihnen, dass Sie da waren. Du willst auch noch was sagen? Ich habe dich unterbrochen, glaube ich. Ja, aber das ist schon der Abschreibfehler. Die Unterbrechung ist schon einer der besten Abschreibfehler. Danke fürs Kommen. Vielen Dank.